Ein günstiger 1,2 Liter Kessel für den Bushcrafter oder einfach, wenn du nur auf Camping stehst. Der hat alles, was er braucht, und wenn du wissen willst, was er kann, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der René Rotzer vom Survival Shop Überlebenscoach. Schön, dass du dabei bist. Da ist es nun, dieses Teil hier. Und ich meine, das Video wird relativ kurz sein, denn was soll ich dir erzählen? Das Ding kostet 20 Euro auf Amazon. Ich gebe dir unten den Link, schau es dir an. Und hat alles, was man eigentlich braucht. Es ist aus Edelstahl, das kannst du gut oder schlecht finden. Das ist natürlich relativ schwer, dadurch aber auch sehr robust. Aber das ist gar nicht der Punkt, es geht nicht ums Material. Du hast einen sehr wertigen Deckel mit einem Griff, dass man den auch vernünftig runterkriegt. Du hast hier ja, einen Bügel, auch so wie man es gerne hat. Dass man hier zum Beispiel einen Karabiner reingeben kann, dass man einen Stock hängen kann. Das ist alles sehr gut, das ist alles sehr, sehr vernünftig gemacht, so wie wir das auch von Markenherstellern kennen. Und hat hier diese zwei Griffe, so wie wir das auch von Markenherstellern kennen, Klappgriffe. Was hier der Fall ist, ist, die rasten vielleicht nicht so schön ein, so wie man das von Tatonka zum Beispiel kennt oder von anderen Herstellern. Das tun sie vielleicht nicht. Das ist vielleicht ein bisschen ein Nachteil, aber gut, für das Geld ist das in Ordnung. Und wenn ich mir jetzt diesen Topf anschaue, 1,2 Liter übrigens, dann hat der hier so einen Ausgussschutz, damit du, ja, ein T-Sieb im Endeffekt, damit du da auch gleich Kräuter drinnen kochen kannst. Und ja, das kann gut sein. Das kann dahingehend gut sein, wenn du tatsächlich einen Tee kochst. Es kann aber auch mit der Zeit dieses Sieb, das jetzt, muss ich dazu sagen, okay ist, aber jo, verlegen. Das ist ganz einfach so, wenn du da wirklich Kräuter reinwirfst. Ja, aber so soll es sein. Ich finde, dass dieses Teil einfach genial ist. Ich habe es das erste Mal kennengelernt, als der Benny mitgebracht hat. Der Benny, der bei mir im Betrieb mitarbeitet und als Shop-Manager bei mir mitarbeitet. Dem gehört das Teil übrigens und der hat es mir zum Testen überlassen. Aber das erste Mal bei einem Wintervideo, ja, da haben wir uns dann nachher einen Tee gekocht. Ich gebe dir den Link auf dieses Survival-Tipp-Wintervideo. Wenn du es noch nicht kennen solltest, ein stummes Video, wo ich einmal die Schnauze halte, auch ganz was anderes. Vielleicht findest du das angenehm, dann schau es dir an. Und ich war positiv überrascht und man dachte, hey, und was kostet das? Und er sagt, 20 Euro, also 19,90 oder so irgendwas, oder 18,90, so irgendwas, ja. Und ich habe gesagt, ja, echt? Das müssen wir vorstellen, das müssen wir den Leuten zeigen, denn es gibt ja immer wieder die Anfrage nach günstiger Ausrüstung und die gehört da einfach dazu und sie ist trotz alledem wertig. Wenn du den Deckel, diese Klappe da runter gibst, dann wackelt das auch nicht mehr so hin und her, dann fällt dafür der Deckel runter, aber du weißt schon, was ich meine. Schön ist wirklich fest, nicht gespart, echt super, alles was er können muss. Das war's. Ein kurzes Video, eine kurze Vorstellung. Ich mag dich um einen Daumen nach oben oder nach unten bitten, ganz wie du magst. Ein Kommentar, hast du dieses Teil? Gib da unten, wie gesagt, den Link auf Amazon, schau dir das an, wenn du das magst. Was hältst du davon? Wie siehst du das? Ist das etwas für den Bushcrafter oder eher nicht? Erzähl uns da was, das wäre sehr, sehr nett. Ja, ich sage danke fürs Dabeisein, ein Abo, Glocke drücken nicht vergessen, damit du immer wieder neue Videos und Reviews von mir bekommst, wenn du das magst, ein paar andere Videos zum Anschauen. Danke fürs Dabeisein. Dein René Rossmann. Bis bald. Ciao.